Übung der Langhantelkniebeuge. Und am Ende von dem Video gebe ich euch noch ein, zwei Einführungsübungen, falls die Langhantelkniebeuge noch nicht das Richtige für euch sein sollte. Aber das wollen wir auch in dem Video jetzt ein bisschen herausfinden, wie man die richtige Technik für die Langhantelkniebeuge hinbekommt. Es gibt sehr viele Diskussionen um die richtige Ausführung der Kniebeuge und es gibt ja, sicherlich einen variablen Grad der Ausführung. Ich will euch heute aber die fundamentalen Prinzipien erklären, mit denen man die Kniebeuge einerseits sicher erlernen kann, aber andererseits auch, wie man da wirklich auch Leistungsfortschritte draus ziehen kann. Es geht heute wirklich um die volle Kniebeuge. Es gibt auch Variationen der halben Kniebeuge und der viertel Kniebeuge, die in manchen sportspezifischen Situationen, vor allem für Sprintsportarten, sehr interessant sein können. Heute die Kniebeuge für generelle Fitness und athletische Qualitäten, die lange Kniebeuge in der vorderen Position. Das ist eine sehr, sehr gute Kniebeuge, um uns in eine aufrechte Haltung reinzubringen und sehr viel Power in Knöchel, Knie und Hüfte zu geben und gleichzeitig aber auch den Rücken und die Hüfte und Nacken- und Schulterbereich gesund und stabil zu halten. Punkt Nummer 1, Fußposition. Wir wollen erstens Hüft- bis Schulterbreite Fußposition haben und nicht weiter als Schulterbreit werden. Weil wenn wir breiter als Schulterbreit werden, dann kommt unsere Hüfte in eine Position, wo wir nicht optimal beweglich sein können. Meine kommen ein bisschen runter mit der Kamera, wir gehen mal runter zum Boden. Wenn ihr euch vorstellt, ich habe eine hüftbreite Position mit Füßen, das gibt meiner Hüfte die Möglichkeit, Knie die Möglichkeit nach außen wegzukommen. Und so kann ich eine sehr gute bewegliche Position haben, Knie außen. Wenn die Füße weiter als das werden, merkt ihr, dass meine Hüfte ein bisschen in einer innen rotierten Position ist. Mir fällt schwerer, die Knie nach außen zu bringen. Und ultimativ bin ich eigentlich hier schon blockiert in der Tiefe der Kniebeuge. Die restliche Beweglichkeit könnte nicht nur über meine Hüfte kommen, sondern über meinen Rücken. Deswegen der beste Weg, den Rücken zu schützen, meine Kniebeuge und die Knie zu schützen, ist es eine Hüft bis maximal schulterbreite Position zu haben, damit die Knie weit am Körper vorbeigleiten können und die ganze Beweglichkeit und die Power vor allen Dingen aus der Hüfte, aus dem Hintern kommt, weil das ist das, was noch die wirklichen PRs gibt. Der zweite wichtige Punkt für eine gute Kniebeuge ist, dass man sie als Kniebeuge ausführt und nicht als Hüftbeuge. Das, was ich oft sehe bei vielen, vielen Profisportlern, aber auch wenn ich mal im Fitnessstudio trainieren gehe, sehe ich oft, dass Leute eine Hüftbeuge machen und dadurch sich selber in der Beweglichkeit und Stabilität von der Kniebeuge total limitieren. Und ihr könnt das auch selber mal probieren. Wenn ihr euch in die Kniebeugeposition bringt und mit der Hüfte die Bewegung einleitet, Hüfte als erstes kommen lassen, ihr werdet nicht sehr tief kommen. Wenn ihr allerdings die Bewegung mit der Knie einleitet, das ist die erste Bewegung, die passiert. So. Dann werdet ihr merken, viel tiefer und entspannter die Kniebeuge runter sind. Okay, Kniebeuge auch wirklich als Kniebeuge zu nutzen, die Knie weit nach vorne über die Zehenspitzen hinauskommen zu lassen. Der Rasen bleibt natürlich auf dem Boden. Das heißt, das, was ihr vielleicht mal gehört habt, Knie nicht um die Zehenspitzen, das ist absoluter Quatsch. Das Wichtige ist, der Rasen muss auf dem Boden sein, Knie weit nach vorne, weit nach außen. Und das schaffen wir am besten, wenn wir einen Hüftbreitenstand haben und die Kniebeuge mit den Knien einleiten. Die Frontkniebeuge ist für den Kontext Teamsport, Fitness, fit werden, mit Sicherheit die beste Kniebeugenvariante, die es gibt. Und auch mit den Profiathleten, bevor man nicht das 1,4-fache, teilweise das 1,5-fache Körpergewicht in der Frontkniebeuge bewegen kann, denken wir noch gar nicht viel über die Nutzung der Rückenkniebeuge nach, weil die Nutzung der Rückenkniebeuge nochmal ein viel, viel größeres Maß an motorischer Koordination, Stabilität und auch Beweglichkeit erfordert, als die Frontkniebeuge das schon macht. Um die Frontkniebeuge mit der Langhantel gut lernen zu können, gebe ich euch eine kleine Sequenz, die man dabei durchgehen kann. Und zwar als allererstes wollen wir die Freihandkniebeuge machen. Für die Freihandkniebeuge haben wir erstmal nur die Stange im Rack. Die Stange ist ungefähr auf Nippelhöhe platziert, dass wir sie gleich unten rausheben können. Wir gehen unter die Stange, bringen unseren Kehlkopf direkt in die Mitte der Stange, sodass wir schon fast ein bisschen erwürgen dabei. Und bringen dann aus dieser Position die Arme so weit nach oben, wie wir nur können. Mindestens aber hier, also wir wollen sie bis auf die Ellbogen auf Schulterhöhe haben. Und was wir dann merken ist, wenn wir das machen, wenn wir die Ellbogen auf Schulterhöhe bringen, wie sich so ein kleines Muskelpaket hier bildet, im besten Fall. Und auf der liegt die Stange dann, ist die Stange eingeklemmt zwischen Kehlkopf und diesem kleinen Muskelpaket. Und was wir auch merken ist, wenn wir die Arme wieder runternehmen, dass dieses Muskelpaket verschwindet. Und deshalb ist die Freihandkniebeuge eine super einfache Variante, um zu lernen, wo die Ellbogen sich positionieren müssen für eine sichere Kniebeuge. Ja, wir bringen also die Stange rein, heben sie raus, machen einen Schritt zurück. Arme zeigen weit nach vorne, Daumen zeigen nach außen. Weil auch wenn die Daumen nach innen zeigen, die Ellbogen rauskommen, geht das Muskelpaket verloren. Das heißt, Daumen außen, Ellbogen auf Schulterhöhe und so führen wir die Kniebeuge aus.
Freihandkniebeuge. Was wir merken ist, wenn die Ellbogen fallen, dann fällt auch die Stange. Und deshalb ist es so wichtig, das der freien Kniebeuge schon zu lernen, ein Gefühl dafür zu bekommen, die Stange komplett ohne die Hände zu kontrollieren. Und wenn wir das nicht können, dann haben wir später in der Frontkniebeuge ein Problem und bringen zu viel Druck auf unsere Handgelenke, was dazu führt, dass die Handgelenke schmerzhaft sind oder sogar kaputt gehen können, wenn wir die Kniebeuge nicht gut ausführen mit Ellbogen beim Boden. Das ist, was ich meine, ist, wenn wir die Frontkniebeuge später so durchführen und wir haben die Ellbogen zu tief, wird der ganze Stress des Gewichtes in unsere Ellbogen, Handgelenk-Ellbogen übertragen und ultimativ auch in unsere Schultergelenke. Das heißt, die sicherste Form ist es, Ellbogen oben zu halten und die Stange ganz entspannt auf Muskulatur und Knochen dort oben abzulegen. Es gibt ein paar Druckstellen, aber hey, da wollen wir uns nicht weiter so beschweren. Okay, Frontkniebeuge, erste Sequenz, um kennenzulernen, ist die Freihandkniebeuge. Die nächste Sequenz, um die Frontkniebeuge zu lernen, schaut euch die weiteren Videos an, wo es um Fußposition, Knieposition und Einleitung der Kniebeuge über die Beine angeht. Heute geht es über die Oberkörperposition. Wir hatten beim letzten Mal uns die Freihandkniebeuge angeguckt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo die Ellbogen sich befinden müssen. Jetzt bringen wir die Hände mit ins Spiel für die Frontkniebeuge. Und zwar wollen wir dafür nur zwei Finger nutzen. Ich sehe hier sehr, sehr viele Athleten, die sofort das Ding mit der ganzen Hand greifen wollen. Das wird aber für die Frontkniebeuge nicht gut funktionieren. Zwei Finger reichen komplett aus. Und gerade wenn wir das mit der freien Kniebeuge, was wir im vorigen Video angeschaut haben, sehr gut beherrschen, verstehen wir auch, erkennen wir auch, dass wir die Hände fast gar nicht brauchen, um eine gute Schulter- und Ellbogentechnik zu haben. Okay, wir bringen jetzt aber die Hände mit ins Spiel. Zwei Finger, schulterbreit, zwei Finger ranbringen. Die gleiten mit rum. Sind dann direkt außerhalb unserer Schultern, die Ellbogen kommen hoch. Das ist also die Ausgangsposition für die Frontkniebeuge. Wie ihr seht, das ist ähnlich der Freihandkniebeuge, die wir vorher gemacht haben. Und diesmal sind die Fingerspitzen mit im Spiel. Das ist der einzige Unterschied. Das Gewicht wird nicht über meine Handgelenke getragen, sondern komplett auf den Muskeln und Knochen meiner Schulter. Meine Handgelenke erfahren gar keinen Stress in diesem Moment. Um ein gutes Feedback zu bekommen, ob wir diese Position auch gut halten, nachdem wir die Freihandkniebeuge gemacht haben, ist es jetzt, die Ellbogen eng zu halten, indem wir uns ein Tool dazwischen einklemmen. Das kann ein Foam Roll sein oder ein Medizinball. Ich nehme den Medizinball bitte mal hier an. Ich klemme den also zwischen meine Ellbogen ein und möchte so jetzt die Kniebeuge durchführen. Es geht dabei nicht darum, Zirkuskunststückchen zu machen, sondern nur in der ersten Session, wo man diese Kniebeuge lernt, Gefühl dafür zu bekommen, wo sollen sich die Ellbogen befinden. Ultimativ geht es darum, schwere Gewichte drauf zu packen und ordentlich stark in der Kniebeuge zu werden. Und das können wir natürlich nicht mit dem Ball gebrauchen, sondern müssen wir Technik drauf haben und die Ellbogen müssen in Position sein, ohne den Ball. Und Position bedeutet nochmal, Ellbogen hoch und eng, weil wenn sie nach außen kommen und fallen, kommt der ganze Stress in unser Handgelenk, Ellbogen, Schulter, da wo wir den Stress nicht haben wollen.